Also ich probiere mal, ne? Egal was auch immer das ist. Wir sind jetzt zwei Tage vor dem Turnier. Am Freitag geht es nämlich im Main Draw hier in Bangkok los. Und ja, Athletik-Coach Liane sagt heute, dass ja, keine Kraft-Power ansteht, sondern Kraft-Ausgleich. Und was ich da heute trainiere, ja, also ein bisschen Bauch-Rücken-Stabi, wie halt jeder. Selber mache ich noch ein bisschen mehr Schulter-Stabi, weil ich ein bisschen Schulterschmerzen ab und an habe. Und ja, heute stehen auch noch Sprints auf dem Plan und auch ein bisschen Beine. Ja, das steht heute auf dem Plan. Trainierst du immer mehr so auf Masse oder mehr so auf Athletik, Schrägstrich, weniger Gewicht, mehr Wiederholung? Ja, ist saisonbedingt. Also jetzt momentan nicht. Also heute steht wie gesagt Kraftausgleich dran. Vor dem Turnier wollen wir nämlich nicht übertreiben. Also das typische Fitnesspumpen steht bei uns nicht auf dem Plan, wo man an Geräten macht, sondern sehr viel Funktionales. Und viel Ansteuerungssachen, dass man mal lernt, ja, auch den Arsch anzusteuern oder den Bauch, den tiefen Bauch halt auch zu verwenden bei gewissen Übungen. Das lernt man bei den ganzen Fitnessgeräten nicht, sondern halt im funktionellen Training. Deswegen unterscheiden wir uns da schon recht zu den Fitnesssportlern. Ja. So, also was macht ihr gerade nochmal? Ihr streckt das Knie durch. Einmal Knie durchstrecken, ja. Wir stehen hier im Stau ungefähr schon eine Stunde. Und stehen noch eine weitere Stunde im Stau. Hier ist das Maria und Josef. Ich glaube, wir bewegen uns jetzt gleich bald im Meter. Weiter geht's. Ist er das? Steht das da? Obwohl Simon Kulzer jetzt kommt, haben die wegen dem König geschlossen. Krass, oder? Ich glaube, da müssen wir mal einen bösen Brief an den König schreiben, das geht nicht. Wenn Simon Kulzer hier steht, dann hat man auch zu. Ja. So, dann schauen wir weiter. Unglaublich. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Kommt doch gar nicht ein paar Pünktchen durch die Bau. Ist doch geil, ey. Das hab ich gelassen, was? Do you want me to take the freeway? Which one is faster? Which one is faster, yeah. Freeway. Freeway. Yeah. Yes. Oh mein Gott. Ich glaube. Ich glaube, da sind wir zu Fuß fast schneller. Ich glaube, wir kommen zu spät, sage ich jetzt schon. Ah. Wird schwierig mit unserer eigenen Vorbereitung.
Beach Volleyball. Yeah. It's a bad basketball. No, beach volleyball. Yeah. Oh. Basketball. No, beach volleyball. This is like these balls where you play over a net. Volleyball. Yeah, volleyball. Das hilft nicht, wenn man ein bisschen Thailändisch spricht. King Mongkut, King Mongkut in technology. Hey, speak English? Alright, alright. We are searching the beach volleyball tournament. We're looking for that. We're looking? Beach volleyball? Like, are there any volleyball courts or like sport facilities around here? Perfect. All right. Thank you very much. Thank you. Jawohl. So, ich habe das Gefühl, wir sind noch relativ weit weg. Ich habe das Gefühl, wir schicken uns nur von Person zu Person. We are looking for the tournament. Tournament? Yeah, for the beach courts. And this is the address. I think it's not here. It's not here? Yoo-hoo. Yeah, you can see this. The address is Lat Prabang. Yeah. It's not here? It's close to Sonapum Airport. Not far from there. Not far from here? Yes. Okay. It's far from here, but not far from the airport. Okay. Here. Okay. Do you want to do you have internet maybe? Internet? Was ist jetzt passiert? Ja, also wir sind zur falschen Adresse gefahren. Und okay. Wir müssen jetzt wieder eine Stunde in die andere Richtung wieder fahren. Neues. Nice. Scheiße. Das ist doch schön hier. Ja, aber es ist doch schön hier die Stadt so ein bisschen zu sehen und ein bisschen im Stau zu stehen, macht manchmal auch Spaß. Ein bisschen Sightseeing, oder? Ja. Das Personal war auf jeden Fall jetzt sehr freundlich und hat uns jetzt auf Thailändisch die Adresse aufgeschrieben. Und hoffentlich kommen wir jetzt richtig an. Also Learning lieber Taxi als Grab. Ja, also nächstes Mal einfach die Adresse auf Thailändisch eingeben. Nicht mehr auf Englisch. Genau, das machst du dann. Das mache ich dann. Okay. Aber ja, Taxi jetzt erstmal. Match vorbei.
deciding to create a song. I don't wanna miss a beat. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go.